Der 3-in-1 Blindni-Zangensatz ist Blindni-Zange, Einziehmutternwerkzeug und Blechknabber. Alle drei Sachen in einem und wie das funktioniert, schauen wir uns jetzt an. Geliefert wird der Satz im stabilen Kunststoffkoffer, um die vielen, vielen Einzelteile vernünftig aufzubewahren. Herzstück des Satzes ist die Zange selber, die als Aufnahme für die vielen verschiedenen Werkzeuge dient. Aktuell ist der Blindnietmutternkopf montiert, sehr schmal ausgeführt und der Clou dabei, die Einsätze selbst für die Blindnieten sind ohne Werkzeug zu wechseln und werden im Griff aufbewahrt. Die Griffe sind federbelastet, somit wird die eingesetzte Niete ganz automatisch gehalten, ohne herauszufallen. Um aus der Blindnietzange ein Werkzeug für Einziehmuttern zu machen, brauche ich nur meinen Einsatz für die Nieten herauszuschrauben. Suche mir dann das entsprechende Werkzeug aus, das jetzt zum Beispiel M10. Setze den Einsatz von vorne ein, den Dorn schiebe ich von hinten in die Zange hinein und sichere vorne einfach noch mit dem Überwurf. Somit wäre jetzt meine Zange einsatzbereit und ich könnte die Einziehmutter einsetzen. Genauso einfach wie der Umbau auf Blindnietmuttern war, ist auch der Umbau auf die Blechknabber. Ich ziehe einfach den Dorn wieder heraus, schraube die Überwurfmutter ab, nehme die Führungsdrüse heraus, nehme dann meine Blechknabbereinheit, einmal die Stanze selbst einschrauben, dann die Führungshülse, die Überwurfmutter wieder drüber und ich bin bereit, Bleche zu bearbeiten.